Einen wunderschönen guten Tag. Unser heutiges Workout. Es ist 3x4 Minuten lang mit 2 Minuten Pause zwischen den Intervallen. Wir machen immer 10 Burpees, 30 Double Unders bzw. Line Hops oder Lateral Jumps, je nachdem wie wir es nennen wollen. Die 4 Minuten sollten wir jedes Mal richtig raushauen und dann in den 2 Minuten schauen, wie gut wir uns wieder erholen können. Wenn alles gut läuft, sind wir relativ konstant, aber wenn wir wirklich all out gehen, dann fällt die Leistungskurve schon ein bisschen ab. Habt keine Angst davor, es wird Spaß machen. Bis gleich. Cool, wir kommen zu unserem Warm-up. Wir haben 3 Übungen, die wir für 3 Runden machen. Die erste Übung, die wir machen, sind Push-Ups. Wir legen uns auf den Rücken, Arme erstmal noch durchgestreckt, die Beine durchgestreckt und dann mit unseren Bauchmuskeln die Wirbelsäule schön unterstützen. Von hier ablassen, bis wir den Boden berühren mit Brust und Oberschenkeln und dann drücken wir uns wieder hoch, ohne uns vom Boden wegzurollen. Alles hebt sich in einer schönen Linie. 10 Wiederholungen insgesamt und los. Wunderbar. Okay. Unsere zweite Übung sind Jumping Jacks. Haben wir schon ganz oft gemacht. Zu Deutsch, Hampelmänner, Hände unten, Füße zusammen und springen die Füße zur Seite raus und die Hände gehen über Kopf. Versucht dabei aber, die Arme so gestreckt wie möglich zu lassen, damit wir auch den vollen Bewegungsumfang durchgehen müssen. 20 Wiederholungen und los. Gut. Schön. Und unsere letzte Übung sind dann sogenannte Button Dips oder Calf Raises. Wir stehen mit den Füßen zusammen. Wer Balance technisch ein bisschen Unterstützung braucht, kann sich irgendwo festhalten. An der Tür, Türrahmen, Schrank, was auch immer. Und dann strecken wir unsere Füße, sodass wir nur noch auf den Zehenspitzen stehen, halten oben kurz an und kommen dann wieder zurück auf den ganzen Fuß. 10 Wiederholungen, oben in der Spannung kurz anhalten, bevor wir uns wieder ablassen. Gut. Davon machen wir noch 2 weitere Runden. Wir fangen wieder an mit unseren Push-Ups. Wir wollen nicht nachlässig werden, genauso schön den Körper anspannen wie noch in der ersten Runde. Jetzt so. Dann nochmal durchatmen und dann geht es gleich weiter mit 20 Jumping Jacks. Dann zum zweiten Mal unsere Calf Raises. Findet wieder ein bisschen Ruhe, findet eure Balance. Wir wollen oben wieder in der Spannung kurz anhalten. Sehr schön. Und dann gleich in die dritte Runde. Schnaufen nochmal durch, schüttel die Arme nochmal aus. Die letzten Push-Ups sollen genauso schön sein wie die ersten. Gut.
Sülze. Machen wir gleich weiter mit unseren Jumping Jacks. Und dann zu guter Letzt 10 Calf Raises zum Abschluss. Gut. Kurz durchatmen, Schlückchen trinken und dann geht es gleich weiter mit der Workout-Vorbereitung. Wir kommen zu unserer Workout-Vorbereitung. Und zwar machen wir im Workout Burpees und Double Unders bzw. Line-Ups. Wer die Burpees etwas skalieren möchte, der geht einfach zu Bodybuilders. Das machen wir jetzt auch als erstes Mal. Wir machen 5 schöne, langsam gestiegene Bodybuilders. Die Hände setzen auf, wir machen einen Schritt zurück, wir machen einen Schritt wieder zu den Händen. Richten uns auf und springen in die Luft. Gut. Und kurz durchschlafen und dann machen wir nochmal 5 Bodybuilders in der gesprungenen Variante. Legen die Hände auf den Boden. Spring mit beiden Füßen gleichzeitig zurück, spring mit beiden Füßen gleichzeitig wieder nach vorne und der Rest ist dann wie gerade eben. Gut. Im Workout sind es dann für die, die RX machen möchten, keine Bodybuilders mehr, sondern Burpees, deswegen machen wir jetzt auch nochmal Burpees. Ihr könnt gleich selber entscheiden, ob ihr erst noch die gestiegene oder die gesprungene Variante machen möchtet. Auch wieder 5 Wiederholungen, aber jetzt mit komplett ablegen und dann erst wieder auf. 5 Stück? Gestiegen? Wie ihr möchtet. Wie wir wollen. Gestiegen oder gesprungen? Sehr schön. Unsere zweite Übung sind Double Unders bzw. Line Hops. Diejenigen, die kein Seil zur Verfügung haben oder nicht genug Platz, die können sich gerne irgendwas holen, was sie am Boden auslegen, über das sie drüber springen müssen. Wer es sich nicht so einfach machen möchte, der nimmt auch was, wo er in eine bestimmte Höhe springen muss. Vielleicht so 15, 20 cm hoch. Aber das ist euch selbst überlassen. Wenn wir Line-Hops machen, unbedingt darauf achten, dass wir immer nur auf den Zehenspitzen bleiben und nie mit dem ganzen Fuß am Boden aufkommen. Dadurch sind wir dann schön flexibel und explosiv und auch viel leiser beim Springen. Wir machen davon mal 10 Wiederholungen. Sucht euch eine Linie, 10 Line-Hops, 5 zur einen, 5 zur anderen Seite und los. Gut, dann diejenigen, die Seil springen wollen im Workout, die nehmen sich jetzt mal ihr Seil und dann machen wir 10 ganz entspannte Single. Erstmal einfach nur in den Rhythmus reinkommen, das Seil in Bewegung bringen und das Atmen vergessen. 10 Stück. Zu Double Unders. Im Workout sind es dann 30 Stück. Jetzt zum Reinkommen machen wir erstmal nur 10. Wir machen dann noch eine Proberunde, um das Ganze ein bisschen zu üben. 10 Double Unders und los. Okay.
Sehr schön. Dann wollen wir aber unsere Herzfrequenz noch ein bisschen hochtreiben, bevor wir mit dem Workout starten. Deswegen machen wir eine komplette Runde als Warm-up-Runde. Dann atmen wir nochmal durch, trinken einen kurzen Schluck und dann geht's mit unserem Workout los. 10 Burpees bzw. Bodybuilders und dann 30 Dumbbells bzw. Line-ups. Und los!
Ich hab nichts mehr so zu sagen, ne? Es fühlt sich so falsch an, wenn ich immer an meine Hände schaue. Ich weiß genau, was du meinst. Ein bisschen am unten und wie stehst du jetzt wieder auf? Ich bin ja mit der Hüfte gleich so weit unten. Ja. Seid clever bei den Double Unders. 20 Sekunden Pause noch. Wenn ihr merkt, es klappt nicht ganz so gut, macht lieber vorher Pause, dass ihr die Pause bestimmt und nicht das Seilbewegen. Ja. Macht genau da weiter, wo ihr jetzt aufgehört habt.
stellen. Ja. Wo hättest du gerne die Hände? Wo hättest du gerne die Hände? So wie jetzt. Natürlich macht es Spaß. Cool. Wenn euch das Workout auch gefällt, dann gebt uns ein Like. Und folgt dem Joshi auf Instagram, der macht das ganze Programming. Wer ist der Beste im Programming? @JoshuaSacher, Instagram-Handle. Kritik auch direkt an ihn. Bessere Vorschläge. Ehrliche Meinung. Hat er jetzt auch schon gemacht. Feedback wurde schon eingearbeitet in diese Woche. Ich möchte nur fragen, wer dieses Feedback gegeben hat.
Atme durch. Kommt ein bisschen runter, tut etwas. Und jetzt sehen wir uns gleich zu kullern. So, wir kommen zu unserem Cooldown. Wir machen zwei Übungen mit jeweils einer Minute pro Seite. Die erste Übung, die wir machen, ist der Half Setup. Wir strecken ein Bein nach vorne, das andere Bein winkeln wir ab, legen den Fuß neben unser Gesäß und dann lehnen wir uns vorsichtig nach hinten. Ihr könnt dabei auf die Ellenbogen, wer flexibel genug ist, der kann sie auch komplett flach hinlegen oder auch nur auf den Händen abstützen. Und dann die zweite Übung, die wir machen, ist für unsere Brust. Da versuchen wir uns eine Wand, einen Schrank, einen Türrahmen, alles, woran wir unseren Arm anlehnen können. Wir nehmen den Ellbogen ungefähr auf Ohrhöhe, legen den ganzen Unterarm gegen die Wand und dann drehen wir uns auf, um in die Dehnung reinzukommen. Wie gesagt, wir machen beide Übungen für eine Minute pro Seite. Wir fangen mit dem Half-Saddle an und dann erholt euch gut, kommt wieder ein bisschen runter, atmet schön tief durch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß.
ein bisschen mehr runterkommt und ein bisschen mehr holt. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet ein bisschen, sage ich jetzt mal, Gas geben, ein bisschen Frust abbauen. Dann würden wir uns freuen, wenn wir euch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt sauber. Ciao. Tschüss.